Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Bitte schön, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Telegramm von Göring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Daran langt das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mit denen nur erschüttert. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg und stößt auf Stahnsdorf vor. Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl!